Sattel rauf, Sattel runter, Sattel rauf. Ey, ey, ey. Ja, gut, ich habe wie gesagt einen nagelneuen Kaiser hier drauf. Oh. Ja, ich glaube auch. Das nächste Mal links drüber. Ja, das nächste Mal fahren wir entgegengesetzt. Okay, einfach mal einen Tisch ohne irgendwas. Warum nicht? Ah! Voll auf die Nase! Alter, die hat schon mal gar nichts mehr. Ja, ich hab's auf der Nasenspitze eben gehabt. Ja, nicht egal. Pervers. Bitte einen Raumduft für mich. Aber das sage ich, glaube ich, jedes Mal. Da müsste doch irgendwie Möglichkeit geben, wenn man sowas einfangt. Siehst du eine Markierung? Nein. Oh, yes. Okay, scheint nicht der Erste zu sein, der es verkackt hat. Vorhin noch Witze über die E-Bike gemacht, ne? Jetzt gerade wünscht man, hätte sich eins. Oh, Windzug. Fahrtwind. Juhu. Ja. Ich war noch im zu leichten, gell? Okay. Ja, ich habe mich gerade entscheiden können, wo ich lang will. Ich hätte die Kamera aber wieder an den Fuß machen sollen. Das so stelle. Oh, Ich hab die Wurst drin. Das war so. Oh, okay. Hab ich den Scheißgang gerade drin.
Ja, das sieht schwierig. Nein. Ah, war nix. Ich erwähne, dass ich vorhin keinen 8-Kanal-Anhänger zu haben. Du hast? Das glaube ich vorhin schon mal irgendwo so kurz gesagt. Aber mit meinem Lenker bin ich bis jetzt eigentlich auch überall gut durchgekommen bis jetzt. Alter Falter. Okay. So viel zu dem, mit dem Lenker bin ich bis jetzt überall gut durchgekommen. Alter! Ja, ich glaube, die müssen wir dann öfters mal fahren, wenn wir die Streckeführung kennen. Oh. Da wollte ich gerade mit Speed rollen. Mit Speed rollen. Ja gut, wenn du von der Seite kommst, könntest du so einen halben Wallride. Ja. Alter. Als wären wir die Hardcore-Profis und könnte bei gar nichts. Oh, bremst doch nicht so. Ach, wegen Wasser. Wegen Wasser bremst er doch so. Es ist auch gar nicht so leicht, hier das alles zu filmen und irgendwie einzufangen. Denn ständig Kamera an, ständig Kamera aus. Sattel hoch, Sattel runter, Gang rauf, Gang runter. Hochfahren, runterfahren. Theoretisch kann die Kamera nonstop durchlaufen. Aber auf 45 Kilometer. Erstmal habe ich gar nicht so viele Akkus dabei. Zweitens mal reicht der Speicherplatz gar nicht. Uff. Okay. Da scheint es hier ein bisschen mehr runter zu gehen. Wäre auch eine schöne Sitzgruppe gewesen. Okay. Was für ein schönes Stück. Oh, fünf Flow. Im großen Ganzen ja. Den habe ich zum guten Glück eben gerade verfehlt im Vorderrad. Dann sei es wahrscheinlich wieder länger gegangen. Oh, da hat schon einige Felsen rasiert. Machen wir Sattel wieder hoch. Huah. Boah, jetzt bin ich schon wieder so eine Zeit lang nur auf den Trail konzentriert, fixiert. Damit du gar nicht die schöne Landschaft auch gucken kannst.
Besser gesagt, die schönen Felsen. Lecks am Arsch. Verlauter neben ausgucken. Jo! Nasser Fels. Ich sag nie wieder was über meine Lenkerbreite. So viel zu dem Thema. Mit dem Lenker komme ich überall bis jetzt durch. Ah, es ging voll auf die kleinen Finger. Oh. Da bin ich noch mal so auf Video. Sattel hoch. Bin hier voll hängen geblieben in der Scheißwurzel rechts, links. Hua. Salzstütze rauf, Salzstütze runter. Hey, hey, hey. Ja, der Gang war vielleicht etwas zu leicht gewählt. Ich bin so langsam allmählich. Aber ich bin glücklich. Das ist geil, Alter. Das ist absolut geil, der Trail. Oben erstmal den Übung machen, den Rücken ein. Erstmal Halbzeit festbauen. Weil die Hälfte haben wir gleich. Ja, erstmal Yoga. Erstmal Yoga. 2 Stunden 50 sind wir schon unterwegs. Bietet sich an, ne? Ja. Es war keine Bärenhöhle, aber okay. Ja. Wir sind alleine, wir haben eine Sitzfläche. Pause! Da vorne ist die Hütte. Da haben wir gerade eben eine Pause gemacht. Wir sind 10 Meter gefahren. Der erste Platte. Wuhu! Trotz Tubeless. Pump, 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 pump. Abschluss. So, Tour beendet wegen, wie nennt man das jetzt, technischen Defekt. Denn irgendwie entweicht über den Speichennippel Luft. Und den kriegen wir jetzt hier nicht dicht. Was auch immer da jetzt passiert ist. Kein Plan. Boah, das ist aber auch schon recht steil. Alle Welle, Tour abgebrochen. Auf circa der Hälfte. Aber da hat man einen Grund, um herzukommen. Ja, aber das ist jetzt auch so überlegen. Ja, du hast jetzt einen Platten. Du hast aber einen Ersatzschlauch dabei. Aber was machst du mit dem Durchschlagschutz, mit der Wurst?
Vor allem, weil sie Dichtmilch verschmiert ist. Ich denke mal, wie eine Plastiktüte dabei, glaube ich. Ja. Ab sofort. Wieder was dazugelernt. Ja.